Terjalama kami membawa kami. Lakini namu dunkum ya berkutan. Ge mamaji masi bergatar duniani. So, willkommen zurück zu From Dust Teil 2. Ja, und wir haben hier in der letzten Folge schon mal eine Insel gemacht und hier sind wir jetzt rausgekommen. Das geht immer weiter so und wir nehmen das erste Dorf sofort ein und machen uns schon mal auf den Weg, dass wir hier auf die andere Seite können, weil ich weiß, warum wir das brauchen. Also nochmal zur Info. Ich habe es auch im letzten Video gesagt, ich spiele das nicht blind. Ich habe das schon gespielt durch in einem Let's Play und ja, ich weiß zur Hälfte noch, was ungefähr drankommt, wie man was löst und so, aber nicht alles. Ach ja, jetzt gehen auch diese Teile da. Zum Glück. Und ich nehme echt mal eine Menge mit. Jetzt weiß ich auch nicht, wo setze ich das jetzt entlang. Wo setze ich das jetzt entlang? Mache ich es schon hier, dann geht das aber da teilweise rüber. Dann mache ich es doch mal lieber hier. Ich hole mir mal überall das her. Und da baue ich dann so gleich auch ein bisschen ab, dass es besser fließt. Und ich schicke sie gleich hierher. Ich kratze immer den restlichen Dreck von den ganzen Klippen ab, weil die braucht man dann da nicht. Ist ja klar. Und wenn man halt wo anderen von der guten Stelle wegnehmen würde, ja, das ist auch nicht ganz so schnieke. Ups, jetzt habe ich hier was reingebrochen. Ist nicht wirklich okay eigentlich. Weil schon bricht ziemlich viel ein, sage ich mal so. Weil er hier unten völlig unnötig einigt, da kann Platz vom Wasser hin und das Wasser nimmt sich halt woanders da wieder ab. Ist ja klar. So, jetzt kommt der hier mit seinem fetten Riesenschirm eigentlich. Okay, sieht halt ein bisschen so aus. Oder ein Drachen. Nimmt sich das Symbol hier für den Wasserschutz ein. Komischerweise finden das zum größten Teil nur Frauen. Fällt mir so irgendwie auf. Die rennt zu ihrem Dorf zurück und das zu besiedeln dort. Besser gesagt, mit einem Reißnagel zu beheften und somit das Dorf zu schützen vor Wasser. Und da sehen wir mal, was in 1 Minute 10 passieren kann. Alles. Schauen wir mal, dass sie bis dahin wieder zurück ist. Sonst wäre es aus. Puh, das gefällt mir eigentlich auch nicht wirklich hier. Aber ich glaube, da kann man nicht viel machen. Oder? Doch, da kann man was machen. Da kann schon was drauf zählen. Ja, das muss man wegschnappen. Hier noch ein bisschen. Da was pflanzen. Da kann man was wegnehmen. Da kann man ja noch was wegnehmen. Sekarang tidak lagi busuk kita. Ya di dunia ni waku laki-laki. Raja Kijiji tak beraza takut. Gut, fuck Ansicht, sage ich mal noch dazu. Das ist ja normal bei dem Spiel. Ab und zu mal. Gut, aber wir gehen jetzt zuerst mal zu dem Dorf zurück. Und jetzt entsteht mal so ein kleiner Tsunami. Ja, klein ist ein Tsunami eigentlich nicht, aber das ist richtig krass, wie das aussieht. So, normal wäre das Dorf komplett überschwemmt worden, also sowas von. Aber durch diesen kleinen Regenschirm, fetten Regenschirm,
ist das Dorf geschützt. Obwohl ich nicht wirklich in diesem Dorf sein will, wenn da so eine riesige Flutwelle kommt. Auch wenn das Dorf geschützt wird, ich hätte mir vielleicht in die Hose geschissen, ehrlich gesagt. So viel an Wasser kann man sich, glaube ich, mal gar nicht wirklich vorstellen, was auf einen zukommt. Das Blöde ist auch immer bei Flutwellen, dass die ganzen Bäume, Pflanzen, soweit das weggespült wird, die ganze Erde oder Sand weggetragen wird, das ist richtig scheiße. Und macht sehr, sehr, sehr viel kaputt, finde ich. Aber okay. Was macht denn der da? Ganz komisch. So, ich versuche das jetzt hier irgendwie noch zu dichten. Ich weiß aber auch nicht warum. Keine Ahnung. Tja, da hinten kannst du halt nicht abfließen. Fällt mir jetzt gerade auf. Das ist, ja, zugemauert, obwohl da eine Lücke ist. Es gibt ein, zwei Sachen, wo dann wirklich die Lava dann irgendwie oder Wasser, je nachdem, irgendwo anders entlang fließt. Also irgendwo ins Nichts und das immer weiter und weiter, ist ein kleiner tricky Ding. Ja. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir das Wasser hier entlang lagern. Dafür haben wir hier einen Haufen Sand. Ich baue da jetzt erstmal hier ab. Und dann noch ein bisschen. So. Fast geschafft. Ups, jetzt dreht es da nochmal ein. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Schauen. Jetzt Ende Gelände. Ja, jetzt kommen die aber da nicht rüber. Meine Güte, jetzt müssen wir es nämlich hier wieder aufbrechen. Dass wir es hier wieder dicht machen können. Weil hier ist es recht egal, da trifft das Dorf das auch nicht und so weiter. Dann nehmen wir hier noch den Rest Sand weg, was wir noch rausnehmen können. Und ja. Hier baue ich dann nochmal so kleine zwei Barrieren ein, dass das Wasser langsamer wird. Ist auch eine recht okay, also ja, ganz okay, die Taktik, Barrieren einzubauen, dass das nicht allzu schnell abfließt. Gut. Jetzt haben wir aber hier den Ausgang da drüben und es setzen wir einen Haufen Wasser. Und wir haben noch, wenn es gut wie gar nicht viel Pflanzen gesetzt, ist auch nicht gerade tolle. Wir müssten eigentlich ein bisschen warten. Hier, dass es auch hier entlang pflänzelt. Und da geht echt gar nichts. Ja, wir bräuchten erstmal hier. Da kommt so nichts dran. So, gehen wir mal. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Brechen wir die Seite wieder auf, weil. Warte. Ich glaube, wir brechen sie wieder auf. Ja, wir brechen sie wieder auf. Weiß nicht, ob das wirklich eine super, super, duper Idee ist, aber wir machen es jetzt mal.
Okay. Wir versuchen jetzt einfach mal dieses schicke Gebiet hier mit Pflanzen besehen. Das nimmt nämlich echt viel ein, gehe ich mal davon aus. Und da haben wir ja schon alles. Gucken wir mal, wo können wir noch ein bisschen was anpflanzen. Eine dünne Schicht reicht eigentlich auch immer. Da blendet da noch ein bisschen was näher. Aber ich setze jetzt ein bisschen was da oben hin, weil... Naja, sag mal ehrlich. Ich schnell gerade sicher. So, das fließt schön hier ab. Das ist ein Schatten. Na, weiß nicht. Egal. Gut. Dann müssen wir irgendwie auf die andere Seite hier. Und ich baue jetzt einfach mal hier weiter ab, weil hier braucht es vielleicht gar nicht. Aber ich warte, bis der Tsunami nochmal kommt. Ich warte lieber mal. Wo ist da ein guter Anhang? Hier ist ein guter Anhang. Setzen wir erstmal das bisschen hier rein. Ich weiß ja nicht, ob hier so durchbricht hier. Gut, gar nichts. Dann machen wir mal hier weiter. Ja, ich weiß, es ist fast vollständig und ich will ja alles haben. Mal wieder. Komm, Tsunami. Ah, da hätte ich nicht machen müssen. Hier ist noch ein bisschen was. Jetzt geht aber echt nichts mehr. Und da kommt ja schon wieder die Flut. Gucken wir mal, wie sehr dieses Dorf das trifft. Wie viel abgeschwemmt wird wieder. Ich hoffe nicht allzu viel. Und die ganzen riesen fetten Würmer, Parasiten, sage ich mal dazu. Tja. Oje, oje. Och, das frisst aber viel. Och, du dickes Ei. Die ist immer noch zu groß, meines Erachtens. Oh, das haut ziemlich viel weg. Ah, du dickes Ei. Boah, schaut sich an, ey. Oh, das presst sich ja praktisch, weiß ich, in den kleinen Schlitz hier rein. Ja, jetzt fließt das in das Nichts, das sieht man jetzt ganz gut. Ah, doch nicht so arg, wie ich gedacht habe. Okay, aber ist immer noch eine Menge Sand. Und hier das, was alles weggespielt. Oh, Junge, Junge, Junge. So, jetzt haben wir nochmal weitere 7 Minuten, bis der nächste Auslöser passiert. So. Und ich lasse einfach mal kurz das Wasser ab. Ich lasse das Wasser jetzt einfach mal abfließen, weil das kann ja nirgendwo raus. Und baue dann so gesagt hier eine Barriere hin. Ich nehme jetzt einfach mal von hier eine Menge.
weiß nicht wirklich, ob sich das Wasser hier durchdringt oder nicht, aber ich hoffe mal weniger. Gut. Und dann mache ich hier noch eine kleine Barriere. Mache hier gar nicht. Ah, schick, 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 schick. Hier machen wir. Geht das hier? Geht das hier? Ich weiß nicht. Geht das hier? Ich glaube nicht. Schade. Oh je, wir nicht mehr viel Zeit. Ich muss mich beeilen. Und ich setze sie da schon mal rüber, dass sie sich gleich Schlange stellen. Nein, kein Wasser. So, und wir haben noch 100% Pflanzenwachstum. Und das wäre jetzt schon längst über 100%. Das ist. Es sieht gar nicht so viel aus, aber der hier, der Teil hier, der nimmt am meisten ein. Das hat es echt ausgemacht, denke ich mal. Gut, und sie sind alle da. Dann sage ich, das war's mal wieder von From Dust, Let's Play From Dust, wenn man so sieht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Apaka kita haka segera meli ada ulu zamani. Atau gelombang raksasa jamenya fu semua.